Moin! Was geht? Akrobatik-Schule oder was? Wenn na man klar! Den Fußball mehr kann, na, dann kann man was anderes suchen. Weißt du, du hast mich doch trainiert, du weißt am besten, wie es aussieht. Glaube ich dir. Wir sehen uns. Schönen Tag noch. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer zweiten Episode von Game of Tramp. Heute ist ein Kumpel dabei, Matze. Was geht? Ihr kennt ihn bestimmt auch schon aus ein paar anderen Videos oder so. Ist der beste Parkour und Freerunner, den ich kenne. Und heute machen wir mal ein Game of Tramp. Für die Leute, die die Regeln noch nicht kennen, erkläre ich die nochmal. Ich hoffe natürlich, ihr habt Folge 1 gesehen. Die Regeln sind so, wir machen gleich Schere, Stein, Papier, Rock, Paper, Scissors. Wer anfängt, wer gewinnt, darf anfangen. Jeder gibt immer einen Trick vor, immer abwechselnd. Und wenn der andere den Trick schafft, dann ist der andere dran. Wenn er den Trick nicht schafft, kriegt er einen Buchstaben. Wenn man beim Vorgeben in der Offense den Trick verkackt, kriegt man keinen Buchstaben. Und für den letzten Buchstaben hat man zwei verschiedene Versuche. Und ja, wenn man T-R-A-M-P, die fünf Buchstaben Tramp, voll hat, ist man raus. Und man darf keinen Trick doppelt machen, also keine Kombination doppelt. Also die ganz normalen Standardregeln eigentlich. Ähnlich wie bei Game of Horse und Game of Skate und so. Und ja, würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum. Matze, bist du bereit? Ja, ready. Okay. Okay. Schere schlägt Papier. Und dann darf ich anfangen, gebe ich den ersten Trick vor. Okay, Freunde. Fange ich mal ganz entspannt an zum Aufwärmen. Machen wir Backflip, Frontflip, Sideflip. Sideflip in die gute Seite. Okay, good on defense. Nice Sideflip. Matze, was gibst du vor? Ich gebe einen Cody vor. Okay. Stark, sehr gut, sehr gut. Ich hasse Cody, Aber ich habe sie ein bisschen trainiert, also Cody ist nicht mein Lieblingstrick, aber ich werd die packen. Okay. Safe. Freunde. okay. Mach ich mal fairerweise ein Kaboom. Auch nicht dein Lieblingstrick. Okay. Ganz entspannt. Ich hasse den einfach. Scheiße. Stark, stark. Ich mach einmal ein Back Double. Ganz entspannt, Freunde, ganz, ganz entspannt. Wie die Trick. Easy. Okay, mache ich nochmal das Gegenstück. Vorwärts eineinhalb, also ein Rudi. So. Bam. Brauchst ja nicht mal so viel Höhe. Nee. Vor mit seiner Hand. Easy. Double front, not landing. Double front, not landed. Ein Dreiviertel Vorwärtsseitung. Easy. Easy, Freunde. Ihr habt mich fast rauskatapultiert. Okay, steppen wir das Game mal ein bisschen ab. Mache ich Standing, ein Viertel Backflip zum Pullover. Standing, ne? Also, ja, genau. Ja, okay, es war viel zu leicht, okay. Matze, was hast du? Ich gebe ein Lazy Full vor. Scheiße, Lazy Full. Okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Okay.
Den lassen wir gelten. Ich würde sagen, nicht schön, aber selten. Aber okay, ich mach mal einen Kaboom zu Kaboom. Okay. Bei Gott, ich krieg jetzt einen Buchstaben. Wenn Cody kommt, krieg ich auch rein, ist fair. Yes! Ich krieg einen Buchstaben. T für Matze. Was gibst du vor? Lazy Bag Cody. Safe. Also. Ja, also. Freunde. Ich werde ihn versuchen, na klar. Das könnte ein Tee sein. Dann Cody kannst du doch. Schade. Tee zu Tee. Okay. Ich mach Zack zu Ball Out Landed. Mal sehen, ob ich die Landed hinkriege. Ja, genau. Okay. Er gibt mir wieder einen Buchstaben. Marcel, lass den das Ding. Yes. Schade, Marcel. Double Ball Out Not Landed. Okay, Double Ball Out Not Landed. Oh, okay. Hi. Okay, Double Ball Out Not Landed. Hey, den hättest du fast gelandet sogar. Okay. Freunde, machen wir Crash Dive zu Baby Flippers. Ganz entspannt. Matze, wenn dein Signature hoch. Scheiße. Easy. Backflip, auch stand. Okay. Standing backflip. Okay, ich weiß, was ich vorgebe. Etwas mit ein bisschen Speed. Ich mache ein Stall. Stall backflip. Ja, Mann. Immer noch TR für Matze zu T für mich. Man kann ja gleich was machen, aber man weiß halt, dass der andere das eigentlich immer schafft. Cody Back Double. Cody Back Double? Cody. Endlich bekomme ich auch mal das R. Scheiße, mein Cody ist so wack. Ich wusste nicht, ob ich den schaffe. Okay. Cody, Back Double. Ich hab's noch nie gemacht. Nee, mein Cody ist zu wack. Keine Chance. Ja. Yeah. Okay. TR zu TR. Okay, hab ich auch noch nie gemacht. Machen wir Rodeo Backflip. Ein Viertel zu Kaboom. Scheiße. Ja. Nee. Matze kriegt ihn nur nicht hin, weil er nicht höher springt als die Zeitung. Er will den locker hinkriegen, aber du machst alles. Nein, ich will nicht den hinkriegen. Okay, TRA zu TR. Matze, du darfst. Backflip, Double Front. Backflip, landed oder not landed? Not landed. Okay. Hatte ich auch schon überlegt. Easy. Fast aus Versehen gelandet. Ja. Okay. Auch ganz lange nicht mehr gemacht. Noch gar nicht zum Neuen. Ein Dreiviertel habe ich ein bisschen geübt. Okay. Mazda TRA. Ich habe TR.
Der Junge kann fast alles, wie soll ich denn... Okay, mache ich einen ganz relativ entspannten Trick. Gainer, ein Viertel, also rückwärts dazu nach vorne. Ja. Und dann zu Double Cat Twist. Okay. Okay, ich weiß nicht, zählt das oder nicht? Ich bin ein bisschen in die Seiten geflogen, ne? Soll ich nochmal machen, das Ding? Ja, mach nochmal das Ding. Machen wir ein Redo. Okay. Und wieder. Oh, okay. Diesmal war ich immerhin noch auf dem Sprungtuch. Wenn du in die Federn fliegst oder so ein bisschen, oder das ist auch egal. Oh, stark. Cat Twist Triple. Ich wusste, dass der kommt. Ich wusste, dass der kommt. Freunde, eigentlich, ich habe ihn noch nie geschafft. Ich habe auch noch nie 2,5 auf dem Bauch geschafft. Aber ich probiere ihn natürlich. Ich denke mal, ich will nicht spoilern. Ich denke mal, kannst anfangen, wie du willst, um den besser zu machen. Ja. Oh shit! Triple Cat Twist auf Nass. Geil! Ja, Mann, geil. Meinen ersten Triple Twist in diesem Video gemacht. Shit. Geil. Wenn ich jetzt verliere, Leute, ey, scheißegal. Ich versuche, 3 Backflips hintereinander zu machen. Keine Schraube, eine Schraube, 2 Schrauben. 0, 1, 2. Yes! Boah, irgendwie sind Schrauben heute nicht ganz so drin. Die 2 Schrauben waren auch schon wieder ein bisschen sketch. Knee Rudy landet. Okay. Knie vorwärts 1,5 Schrauben. Hab ich noch nie gemacht, das Ding. Ich hasse auf jeden Fall Knie, aber ich denke, der könnte möglich sein. Ja. Ich glaube, der war sogar zu schlecht für ein Redo. Ich denke, ich nehme da mal das A. Ja. TRA zu TRA. Okay, Kuboom. 1,25 zu Back Pullover. Hey, der Junge will mich doch. Okay. Nein, Alter, das war mal knapp. Okay, TRAM zu TRA. Jetzt ist es eigentlich die Situation, wenn man auf M ist, dass Matze jetzt wahrscheinlich seinen krassesten Trick raushauen wird. Oder auf jeden Fall einen Banger, weil er auf dem letzten Buchstaben ist. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Full in, not landed. Full in, not landed? Full in, not landed. Wenn er den macht, ich nehme sofort das M. Sofort. Den habe ich noch nicht einmal rumgeguckt. Oder noch nicht geübt. Mein Lieblings-Single-Trick. Ah, Scheiße! Oh. Ich habe ihn nicht getroffen. Okay. Ey, da bin ich echt froh, dass er den nicht gelandet hat. Weil er hat den schon in manchen Trainingssessions hat er den schon rumgezogen. Ja. Okay. Matze ist jetzt beim letzten Buchstaben. Manche Leute können sich denken, was jetzt kommt. Jetzt kommt ein Double Back. Und Matze hat dafür ja 2 Tries beim letzten Buchstaben. Ja. Ich bin gespannt, ob er den rumzieht. Double Backflip landet. So schick war der auch nicht. War ein bisschen aufgeregt und so. Nee, bist. Oh, süß. Okay, Matze. 2 Tries. Ah! Okay, okay. Da komme ich leider nicht. Okay. Matze. Ah. Nice gespielt. Ja, Mann. Okay, Freunde. Das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Endstand, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, TRA für mich und TRAMP
für Matze, wir müssen nochmal genau gucken. Ja, spannendes Match. Coole Tricks auch dabei gewesen, hoffentlich. Natürlich für mich, ich mache eigentlich nur Trampolin und Matze. Ja, deswegen ist er auch so gut. Deswegen macht Matze eigentlich Parcours und Freerunning. Deswegen, also im Parcours und Freerunning hätte ich auf jeden Fall 100% verloren. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ja, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, wenn ihr denkt, ihr seid richtig gut auf dem Trampolin oder ihr habt einfach nur richtig Bock, einfach mal mitzumachen, dann schreibt mir gerne auf YouTube oder Instagram DM oder so und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Vielleicht bist du ja mein dritter Gegner. Peace out, Freunde.